Ich habe vergeblich versucht, jemanden aus dem Handel zu finden, der über das Thema Handzettel reden will. Nach der Ankündigung der Rewe zum 1. Juli 2023 die Produktion von Handzetteln einzustellen. Für mich persönlich ist das, wenn es kommt, disruptiver, mal das Wort auch mal wieder zu verwenden, als die Einführung des ERNs, wenn das tatsächlich kommt. Man merkt, das wird einiges geschrieben. Keiner, der irgendwie Verantwortung hat, äußert sich so richtig zu. Und wir haben auch keinen gefunden. Natürlich sagen viele ab wegen Zeit, aber einige haben auch wirklich abgesagt und haben gesagt, wir wollen zu dem Thema zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen in der Öffentlichkeit. Also machen wir das. Machen wir das, weil wir machen alles in der Öffentlichkeit, ja? Genau, zwei Stühle brauchen wir noch, Carsten. Was, ein Stuhl? Ja, damit schon mal klar ist, wer hier der Chef ist und der Assistent. Okay, dann gehst du, ja? Wir können auch stehen. Ach so, ja, ich hole den Stuhl. So, wir haben uns dann ein Format überlegt, das nicht nur auf den Handel sich bezieht, sondern Carsten ist ja Kollege, wenn auch nur Non-Food. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit. Der Carsten weiß, er darf mich jetzt alles fragen. Ich bin nicht vorbereitet, er übrigens auch nicht. Ich dachte, du hast die Fragen überlegt, oder nicht? Ja, ich bin vorbereitet, also. Was ich dich frage, aber du weißt nicht, was ich dich fragen werde. Mal gucken, was das ist. Es geht nicht um Klamauk, soll schon lustig sein natürlich. Es geht um Handelsthemen. Das heißt, wir haben vorneweg Fußball ausgeschlossen. Es geht um Handelsthemen, ist auch wichtig, weil wenn wir Fußball reden, fängt er an zu heulen. HSV-Fan, ja. Ich bin momentan zweiter Platz. Wo ist Bayern ich denn bin, überhaupt? Wir haben gestern 2-0 gewonnen gegen Barcelona. Wir sind Tabellenerster in der Champions League. Das ist etwas, was ihr nur aus dem Fernsehen kennt, wenn überhaupt, ja. Ich habe dem Carsten Boxhandschuhe mitgebracht, falls ihm die Argumente ausgehen, womit ich rechne. Also ich weiß von dieser Challenge seit gestern Abend. Themen weiß ich seit heute Morgen, ne? Oder? Nee, Themen weißt du nicht, sagst du dir, hab sie dir nicht gesagt. Es ist nicht nur der Handzettel. Wir fangen aber tatsächlich mit dem Handzettel an. Also alle wissen, die Rewe will das Drucken der Handzettel, nicht, dass sie Werbung macht, Preiswerbung macht, das wollen wir schon noch machen. Lass mal auspacken hier. Einstellen. Carsten, was soll ich in einem Blog geschrieben, zu lesen unter www.handel-dhbw.de. Die maßgeblichen Wettbewerber werden nicht folgen und ihre Chance nutzen, Kunden abzuwerben. Ein kooperativer Ausstieg, wie es Kollege Rüschen anregt, der einen konstruktiven Vorschlag gemacht hat, wird kein Thema sein. Es geht um 50% der Haushalte und nicht um die Abstimmung von Prozessen wie das Dosenpfand. Die Stakes sind einfach zu hoch. Warum wird das nicht klappen? Pass mal auf, ich mache dir mal eine Gegenfrage. Hast du heute Morgen die Zeitung gelesen? Lieber Nein, Stefan. Natürlich nicht. Nein, du hast keine, ich Zeitung, keine Zeitung, weil du nicht natürlich mehr Print liest. Okay, gut. Aber vielleicht hast du ja digital die EZ gelesen. Heute Morgen? Nein. Okay. Heute ist Mittwoch. Okay, erzähl ich dir, was drin stand. Also, es gibt eine Papierfabrik in Karlsruhe von Stora Enso, Finn. Weißt du, an wen die verkauft haben? An die Schwarzgruppe. Ah, okay, du bist ja informiert. Ja, so, weißt du auch, was in dieser Papierfabrik passiert, was sie da herstellen in Karlsruhe? Papier? Ja, und was für eine Form von Papier? Du bist ja DIN A4. Magazinpapier. Aha, das ist sehr spannend, ne? Also der größte Händler Europas kauft sich eine eigene Papierfabrik, wo er das... Ich kann es gar nicht in die Hand nehmen. Also, wo diese Handzettelpapiere hergestellt werden, das ist auch spannend, oder? Nach deiner Theorie müsste man da ja aussteigen. Ich habe keine Theorie, ich habe einen praktischen Vorschlag. Der praktische Vorschlag ist, Okay. Es ist sinnvoll, Handzettel nicht mehr zu drucken. Ja, so ein nationaler Händler druckt 29 Millionen Handzettel jede Woche. Jede Woche. Das ist nachhaltig gesehen unfassbar. Unfassbar. Sind wir uns einig? So, das Erste, was ich jetzt machen würde, ich würde zur Politik gehen, würde sagen, liebe Politik, setz um, dass am Briefkasten das Verfahren geändert wird. Du willst nicht die Politik im Handel haben, Stefan, komm. Ausreden lassen. Erstmal umsetzen, Briefkästen nur noch einwerfen, wenn aktiv draufsteht, ich möchte Werbung haben, so wie es in Holland ist, das Erste, was ich machen würde, vor dem 1. Juli. Okay, gut. Auch d'accord. Das Zweite, was ich machen würde, ich würde einen runden Tisch machen und sagen, Leute, lasst uns doch als Handel gemeinsam versuchen, wie wir sukzessive aus dem Thema aussteigen. Und da hast du damals in diesem Blog gesagt,
Ein kooperativer Ausstieg wird kein Thema sein. Ist es denn, Carsten, nicht wichtig, Sie dürfen übrigens auch Fragen stellen, geht vor allem an den Kollegen Stenger, der da ist, Ex-Kollege Stenger, der uns mal vorgeworfen hat, wir würden den Leuten immer nur erzählen, den Studierenden, wie es ist, während er, Kollege Stenger, visionär immer sagt, wie es sein sollte. Also es sollte doch jetzt eigentlich so sein, dass wir alle zusammensitzen am runden Tisch, wie können wir gemeinsam aus dem Thema aussteigen? Das wäre doch der richtige Ansatz, Carsten. Ja. Wäre ja schön, wenn das klappen würde, aber die Händler, du siehst es ja selber jetzt, wie die das umsetzen. Es gibt ein paar, die haben es einmal aufgehört, wie Obi, sehr mutig, muss ich sagen, sehr mutig. Anderen Baumarktgruppen machen es noch, ne? Oder? Genau. So, und es gibt auch den ersten Obi-Franchise-Händler, der selber macht. Genau. Ja. Jetzt fangen die Franchise-Händler selber an, die in ihrem Kopierer in ihrem Store selber zu drucken. Also scheinbar ist ja dann irgendwie selbst innerhalb dieser Gruppen die Einigkeit nicht da. Und jetzt willst du, wenn selbst innerhalb der Obi-Gruppe mit den ganzen Franchise-Nehmern, den Selbstständigen noch nicht mal Einigkeit ist, jetzt willst du über den ganzen deutschen Handel Einigkeit herstellen. Wie willst du das schaffen? Indem die alle am Tisch sitzen. Beim Tierwohl sitzen die alle am Tisch, haben die Themen, die sie besprechen, den Transformationsprozess von Stufe 1 Richtung 3 und 4 mit allen Beteiligten zu managen. Die Themen, die besprechen, sind vom Kartellamt abgesegnet. Das heißt, es ist nicht im Hinterstübchen. Und so würde ich das versuchen. Willst du das nicht jedem Händler selber überlassen? Und dann kann ja jeder mal seine Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass dieses mit diesem Papierhandzettel ist eigentlich ja old fashioned. Aber hast du die EZ gelesen? 12. September habe ich mitgebracht. Da steht drin, Nutzung und Vertrauen bei Werbeprospekten weiterhin hoch. 60% der Konsumenten lesen mindestens einmal in der Woche diese bunten Werbeblätter. Also wenn wir jetzt mal den Kunden denken, das haben wir ja gestern auch gelernt, immer vom Kunden anfangen. Oder? Vom Kunden anfangen. Nicht bei der Anbieterseite. Sondern ja. Wir fangen beim Kunden jetzt an und denken mal, der Kunde, liest er die noch? Er nutzt sie noch. Und die digitalen Angebote sind doch überall da. Oder? Hast du das? Wir sind doch da. Aber Carsten, du hast ja komplett recht. Aber die werden noch nicht komplett genutzt. Und jetzt willst du sagen, das muss ich umblättern, das ist schwierig. Während du suchst, wir haben eine gemeinsame Studie gemacht zum Attitude-Behavior-Gap letztes Jahr. Ja, haben da schon 28 Mal einen Vortrag drüber gehalten. Und da haben wir selber hinterher gesagt, wir brauchen Maßnahmen, wo der Kunde auch letztendlich ein Stück weit gezwungen wird, damit es nachhaltig wird. Genau. Weil wenn wir den Kunden alleine laufen lassen, wird es mit der Nachhaltigkeit nichts werden. Machen ja manche Händler, zum Beispiel Obi hat auch diese analoge Kundenkarte, diese Plastikkarte. Bitte? Schon eine Frage? Ach so, ja, gleich schon zwischendurch. Ja, habe ich, bitte. Ja, habe ich, ja. Ja, habe ich, bitte. Okay. Hab ich. Hallo? 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 Lauter. Ich muss jetzt ganz kurz reinspringen, weil Herr Rüschen hat Tierwohl verglichen mit dem Handzettel. Ich glaube, das ist ein bisschen banal. Ich sage mal, Tierschutz, Tierhaltung mit einer, ich sag mal, Marketingform zu vergleichen, da ist da doch ein Unterschied. Und vielleicht muss man noch mal ein paar Fakten an den Tisch bringen. Sie hatten den Obi gerade als Beispiel genannt. Wir wissen aus sicherer Quelle, wir beschäftigen uns mit Handelsmarketing, online, digital, Funk und auch natürlich Printwerbung. Die Umsätze im lokalen Printbereich bei Obi-Franchise-Händlern sind so groß wie noch nie zuvor. Der Unterschied ist, dass es nicht mehr national gemanagt wird, sondern eben, dass es vor Ort Anzeigen geschaltet werden. Die werden gedruckt in Handzetteln oder in Anzeigenblättern. Und wir wissen auch aus sicherer Quelle, dass bei der Rewe ein Riesenetat für Anzeigendruck in Anzeigenblättern für das nächste Jahr abgeschlossen ist, sodass das Thema Printwerbung und Tierwohl, ich glaube, das ist wirklich von der Umweltbelastung, vom sozialen Thema ein extremer Unterschied. Das muss man ein bisschen differenziert angucken. Ja. Also da kann man lange diskutieren, wie groß der Unterschied ist. Ich meine, einmal beim Tierwohl geht es am Ende darum, dass die Verbraucher wesentlich mehr zahlen werden, natürlich für einen höheren Nutzen. Beim Thema Handzettel zahlen sie nicht mehr. Das ist richtig, das hat die Rewe auch immer gesagt. Sie werden in die Zeitungen, in die Tageszeitungen zurückgehen. Sie werden ja auch Werbung nicht aufgeben, ja, aber sie werden eben dieses sinnlose Verteilen von Handzetteln, die keiner liest, einigen uns mal auf 50%, die es gar nicht lesen, die es einfach nur wegschmeißen, das werden sie beenden. Ja, das werden sie beenden. Und Tierwohl ist natürlich insofern ähnlich, weil es geht um Nachhaltigkeit. Ja, es geht um Nachhaltigkeit, wie kann ich die umsetzen? Ein gedruckter Handzettel ist nicht immer ein Problem, sondern wenn er an die Stelle verteilt wird, wo er letztendlich auch einen Rezipienten findet, dann ist das völlig in Ordnung. Ich denke, man muss das wirklich dezidiert angucken. Auch Online-Werbung, die ausgespielt wird, und das ist an der Stelle, wird das nicht so stark betrachtet.
verursacht einen enormen CO2-Abdruck, einen enormen Energiebedarf. Und jede Werbung, die ausgespielt wird, die nicht den Konsumenten trifft, die ist zu hinterfragen. Das würde ich auf die Gattung nicht alleine übertragen, sondern das muss man wirklich generell auf Werbung beziehen. Ja. Herr Abig, gut, vielen Dank. Das haben Sie eigentlich jetzt. Vielen Dank, Herr Abig. Herr Abig ist externer Dozent bei uns für eine Vorlesung bei uns beiden, zukünftig nur noch bei Herrn Kortum. Gut, vielleicht hast du noch ein anderes Thema? Vielleicht hast du ein Thema für mich? Ja, ich habe ein Thema für dich. Du bist auch KI-Fan. Ja. Ja. Du hältst Vorträge über künstliche Intelligenz im Handel und so. Kannst du mir mal erklären, KI, die ist doch auch in der Autodispo drin, oder? Ja. Ne? Es gibt welche, die haben es, ja? Ja, genau, die haben es. Ne? Und warum haben wir so viele Fehlartikel? Das hat mit der KI nichts zu tun, das hat mit den Lieferketten zu tun, die ihr Einkäufer nicht im Griff habt. Das hat mit der KI nichts zu tun. Die KI kann Lieferkettenprobleme. Aber der Einkäufer kann auch eine KI haben. Ausreden lassen. Ja, Moment. Der Einkäufer kann da auch eine KI nutzen. Eine KI kann Störungen in der Lieferkette, also Dinge, die nach vorne, die es in der Vergangenheit so nicht gab, tatsächlich nicht unbedingt mit einberechnen. Das ist so. KI hat Grenzen. Wann lernt denn die KI das mal, dass es auch so eine extreme Schwankung gibt? Müssen das wir dauert jetzt, noch fast. Müssen wir durch 10 Krisen durch, damit die KI die 11. Krise erkennt? Ist so. KI ohne Vergangenheit. KI ohne Vergangenheit funktioniert nicht. Also diverse Krisen brauchen wir jetzt. Was kommt jetzt noch? Hast du noch was? Fertig? Nächstes Thema. Das heißt jetzt KI sind wir? KI ist in den Anfängen, muss noch lernen. Ja, aber die KI wird ja immer schlauer. Warst du schon mal in der Shopbox? Komm nachher mit zur Führung. Was sie kann, ist unfassbar. Ah, ich kaufe da ja regelmäßig ein. Vielleicht ein anderes Thema noch. Nee, jetzt komme ich dran. Du bist ja Non-Food-Experte. Ja? Wir haben ja gestern schon über Nachhaltigkeit gesprochen und Non-Food. Ich habe hier weiße Sneakers von dem Discounter an. Darf den natürlich nicht nennen. Bin gekauft am Samstag, als er bei Aldi in der Werbung war. Ist auch sehr dezent, das Aldi. Es ist sehr dezent und man darf ja... Den Hoodie gab es leider nicht mal in deiner Größe. Für Aldi Werbung zu machen, ist hier auch nicht so ganz opportun. Größe 46. Carsten, hier steht, was der kann. Den Lieferanten wollte ich nochmal wissen. Ob der jetzt nachhaltig ist. Obermaterial aus Aktionsleder kombiniert mit wasserbasiertem Synthetik. Mhm. Kommt noch was? Futter aus recyceltem Textil. Sehr schön, 100%. Decksohle aus EVA. Mit recyceltem Textil kaschiert und Memory-Effekt. Und was ist Laufsohle aus TPR, 60% recycelt. Ist der nachhaltig? Nee. Lässt sie nicht recyceln. Müsste ein Monomaterial sein. Weil diesen Schuh kriegst du ja gar nicht auseinander. Erstmal kannst du Schuhe eh schwer recyceln, weil die 120 Teile haben. Und dann diese 120 Teile noch aus unterschiedlichen Materialien, wer soll das auseinandernehmen? Wir haben gestern gehört, das ProZero-Gruppe, die macht das mit, da wird das angesaugt, die Einzelteile, und in Spektralanalyse kann man das analysieren, die einzelnen Plastikteile. Und beim Schuh, wie soll das gehen? Der Schuh ist nicht nachhaltig. Und ist der nachhaltig produziert worden auch? Weißt du, wo, hast du mal geguckt, Made in? Guck mal noch, Made in China. Aussehen. Made in Vietnam, Bangladesch ist wahrscheinlich, unwahrscheinlich, da steht immer in La Lasche drin. Wie soll ich denn die Schuhe aufziehen, jetzt weil das geht? Damit du die wenigstens einmal bückst jetzt heute Morgen. Also genau. nicht nachhaltig. Also der ist nicht nachhaltig. Teilweise ich sage es nicht schlecht, aber vor allem die Kritik im Sinne von, war nicht Pro Zero, es war Pre-Zero, dass wir in eine Kreislaufwirtschaft kommen, das kann der Schuh, das können Schuhe nicht. Da kommen wir so nicht rein. Das ist vielleicht eine gute Idee, dass man jetzt sagt, okay, da sind Recyclingmaterialien drin, aber der Schuh lässt sich nur thermisch verwerten, also ist für mich kein nachhaltiges Produkt. Geschweige denn, weiß jetzt nicht, unter welchen Bedingungen der produziert wurde. Wir finden es vielleicht noch irgendwo. Wer ist dein Lieferant? Ist der Lieferant vielleicht sogar hier? Ach, da steht, okay, da steht also er drauf. Aber ich steht vertrieben durch Wünsche. Oh. Wünsche. Das sind dualer Partner von dir, oder? Können wir ja vielleicht sogar direkt fragen, ob der nachhaltig ist. War nicht jemand von Wünsche hier? Herr Peters, der ist von Ihnen, der Schuh. Bitte? Besser nicht fragen. Nee, ich glaube, ich weiß ja, was die eigenen Lidl-Lieferanten machen, was sie zur Absicherung machen müssen. Ich gehe davon aus, dass die sozialen Bedingungen da okay sind. Also von daher würde ich da jetzt nicht anfangen mit dem Recycling-Fehling. Da hätte ich jetzt ein kleines Problem. Ist aber bei Schuhen eh nicht so einfach. Gut, hast du noch ein Thema? Ja, wie sieht es aus? Sag mal, ist E-Commerce nicht in der Krise? Nein. E-Commerce nicht richtig in der Krise? Nein. Oh. Bist du ganz sicher?
Stefan, du hast doch auch lange Jahre im Handel gearbeitet. Musstest du da irgendwo Erträge bringen? Oder konntest du auch sagen, oh, dieses Geschäft zerbringe ich nichts, nächstes auch nichts, übernächstes auch nichts? Konntest du das machen so bei der Metro? Waren die damit einverstanden? Geschäftsführer sagt, nee, nächsten 3 Jahre gibt es keinen Ertrag. Nee, wurde ziemlich... Also du musstest Geld verdienen, richtig? Wurde ziemlich ungemütlich, ja. Du musstest Geld verdienen, da wurde es richtig ungemütlich. So, Amazon, im letzten Quartalsbericht, hast du ihn gelesen? Nee. Sollst du mal reingucken. Meinst du im Handelsgeschäft schwarze Zahlen oder rote Zahlen? Naja, wenn du so fragst, schwarze Zahlen. Schön wäre es, die sind so rot wie deine Handschuhe. So, wie kommen die da? Das war ein Quartalsbericht, oder? Quartalsbericht. Ja, Quartalsbericht. Weißt du schon, Handelsgeschäft kann man muss man immer in 12 Monaten betrachten und nie ein Quartal. Ja, sind ja schon mal die aktuellsten Zahlen. Kaufhof hat 10 Monate lang Verlust geschrieben. Sind schon mal die aktuellsten Zahlen. Okay, wenn du das mit Amazon nicht so ernst nimmst, würdest du Aktien kaufen von Okedo und ASOS? Ja. Hast du sie schon? Nein, weil ich warte, bis sie noch tiefer gehen und dann kaufe ich. Wir sind aber fast... Okay, das ist natürlich... ASOS ist runter von 90 auf 8. Da könnte man natürlich sagen, die können auch noch auf 4 fallen, auf 2, auf 0. Weiß ich nicht. Hat E-Commerce nicht wirklich ein Ertragsproblem? Nein, hat der Herausforderung... Es gibt keine Probleme. Hat der Herausforderung. Ist doch keiner mehr profitabel, Stefan. Ah, das, nenn mir einen E-Commerce-Player, der Geld verdient. Nenn mir einen, der Geld Fressnapf. Verdient. Fressnapf. Das ist Multichannel. Wie hoch ist der Online-Anteil bei Fressnapf? Ist das ein Geheimnis? Ja, schätz mal 30% und ist extrem profitabel. Hä? Woher weißt du das? Weil ich in Krefeld wohne, wo die Firma sitzt, da steht ab und zu mal was in der Zeitung. Nicht in der LZ, aber in der Krefelder Nachrichten. Da steht das drin, dass sie profitabel sind. Okay. Gut, wenn die Zeitung lese ich nicht, dann bin ich falsch informiert. Aber nennen wir noch einen zweiten Händler. Einen zweiten E-Commerce-Händler, der Geld verdient. Nenn mir einen. Nenn mal einen, Stefan. Nenn mal einen. Ach, Carsten, das ist unfair, ehrlich. Also. Das ist unfair. Es ist doch Fakt. Didaktisches Element. E-Commerce hat Marktanteile geholt. Didaktisches Element in einer Vorlesung, wenn ein Student eine Frage stellt, die man nicht beantworten kann, sagt man, was würden die Kommilitonen sagen? Was sagt das Publikum dazu? Was sagen die Teilnehmer dazu? Was machen wir mit E-Commerce? Verdient keiner mehr Geld. Und jetzt? Wie kommt denn E-Commerce da wieder raus? Okay, jetzt sagen wir nächstes mal, das Thema. Nee, eine Frage noch. Wie kommt E-Commerce da raus? Preise erhöhen? Wir haben Werbeausgaben reduzieren. Wir haben jetzt gleich noch 2 Vorträge, die mit E-Commerce beschäftigen. Ja. Mal aufmerksam zuhören. Das ist eine Idee. Die erklären dir, der eine von der technischen Seite, der andere von der konzeptionellen Seite, wie man das zum Erfolg und auch zum Ertrag bringen kann. Man muss so die richtigen Hebel haben. Aber nachher gut zuhören. Darf ich noch eine Frage stellen? Nein. Daniel Stenger, ist er da? So, Daniel, wir hätten gerne ein Thema von dir. Ach, Gottes Willen. Die schade Themen kommen noch. Weißt du, was ein NFT ist? Hat er gesagt? Kannst du mir das erklären, was ein NFT ist? Carsten, die Frage geht an dich. Nee. Du hast gefragt. Ich würde mal ganz kurz, weil ich habe es auch jetzt kurz anders beantwortet. Also Carsten versucht gleich die Frage zu beantworten. Carsten, für uns, wir haben noch eine Metaverse-Session, um die Einführung nachher noch zu verkürzen. Erklär mal in 2 Sätzen, was Metaverse ist. Das ist eine Idee von einem großen Amerikaner. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Weil ich glaube, so wie ich gelesen habe, haben die Mitarbeiter das auch noch nicht richtig verstanden. Aber vielleicht werden wir alle ein bisschen schlauer, was da passiert. Ich kann dir ehrlich gesagt, da kaufen sich Firmen Inseln. Kaufland hat, glaube ich, auch schon was gekauft da. Ich brauche das nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden mal sehen, was für Zielgruppen da kommen. Da lerne ich sicherlich nochmal dazu. Ne? Ja, wir sind ein bisschen in einem Alter, dass wir hoffen, dass wir manche Trends vielleicht nicht mehr erleben müssen. Und so. Aber was ist ein NFT? Die Frage vom Daniel. Was ist der Daniel überhaupt? Ich weiß ja nur die Sachen, wie sie sein sollen. Und nicht, wie sie sind. Ah, okay. Ja, wie soll es denn sein? Wie soll es denn sein, Daniel? Alles gut, Jungs. Also das Einzige, was ich gestern Abend im Kaisers von NFT gelernt habe, dass ein Absolvent von mir, und dann merkt man, was er bei uns gelernt hat, gesagt hat, er hat es für 300 Euro gekauft und für 3.000 verkauft. So ein NFT? Ja, also er hat mir erklärt, was es ist, ich habe es nicht verstanden, aber er hat halt 300 Euro gekauft und für 3.000 verkauft. Das ist cool. Ein NFT ist eine Gelddruckmaschine, so habe ich es verstanden. Okay, so was ähnliches wie Bitcoin, ja? Oder wie? Ja, man muss rechtzeitig verkaufen, Carsten, das ist halt so. Oder rechtzeitig einsteigen, dann, wenn es soweit ist, wenn E-Commerce ganz am Boden ist. Oder? Genau. Ist aber noch nicht. Vielleicht nochmal, wenn wir bei E-Commerce sind, dein Lieblingsthema ist noch E-Food. Stefan Rüschen ist ein totaler Fan von E-Food. Ja. Wer ist Fan von E-Food? Wer ist Fan von E-Food? Belieferung von Lebensmitteln? Ja, die Mehrheit.
kosten. Das ist sehr überschaubar, das sind keine 5%. Also ich bin ja der Meinung, dass es die 500-Euro-Scheine nicht mehr gibt, weil E-Commerce, E-Food die komplett verbrannt hat. Das ist nicht, weil die EZB das eingestellt hat. Weil da stehen dann mit einer Schaufel vorm Ofen und schmeißen die 500 den ganzen Tag da rein. Und jetzt sind sie weg. Wer wird übrig bleiben? Also ich gehe wie Lieferando, einer wird übrig bleiben. Wer wird das Rennen machen, Stefan? Die werden ja nicht alle überleben. Nein, es werden mir, also ja, wer überlebt? Auch da, wer überlebt? Also im Sinne einer Vorlesung, ein bisschen differenzierter wer vorgehen. Überlebt? Es gibt verschiedene, wer überlebt? Carsten, es gibt verschiedene Betriebsformen sogar im E-Food. E-Food ist nicht gleich E-Food. Ich glaube, dass tatsächlich im Quick-Commerce ein, zwei übrig bleiben, nicht sechs in Berlin, aber ein, zwei werden übrig bleiben. Das macht Sinn. Quick-Commerce macht Sinn. Ein, zwei bleiben übrig. Im Bereich Vollsortimenter, ein Picknick ist was anderes, wie wir heute noch hören werden, Knusper. Anderes Klientel, andere Logik. Das heißt, da werden auch mehrere übrig bleiben. Es bleibt nicht nur einer übrig. Und schaffen das Monoplayer oder sind die nachher alle angedockt an die großen Ketten? Ich glaube, dass sie letztendlich alle angedockt sein werden, weil du natürlich das Thema des Einkaufs, der Einkaufspreise, der Eigenmarken lösen musst. Muss persönliche Meinung, mal gucken, ob wir nachher eine andere Meinung noch kriegen. Ja. Wo kommt Knusper denn unter? Bei welchem Großen kommt Knusper unter? Vielleicht überlassen wir die Beantwortung der Frage dem Jan Gerlach von Knusper, der nachher den Vortrag hält. Da sind wir gespannt. Aber es gibt viele, wo man Picknick ist bei Edeka untergekommen, die Rewe ist bei der Rewe untergekommen. Ja, da fehlen ja noch, wer fehlt noch? Aldi fehlt noch. Gibt es da Aktivitäten? Das wird uns der Daniel nachher erklären. Da wirst du auch staunen, Carsten. Lidl, gibt es da Aktivitäten? Du wirst heute noch was lernen. Okay, das sage ich nichts zu. Wozu jetzt? Es dauert immer ein bisschen länger bei denen, das weißt du doch, aber dann kommen sie gewaltig. Oder sie stellen es einen Tag vorher ein. Das gab es auch schon mal. So, Carsten, Stefan, noch eins. Weiter. Du hast einen Blog gehabt. Frag doch mal was zu Non-Food. Hast du noch gar nicht gefragt. Ich dachte, es wäre Non-Food gewesen, aber okay. Stimmt, hast recht. Zweite Frage. Ja, Zukunft Non-Food. Von meinem Langhaus haben wir gestern gelernt mit den Zahlen. Also Non-Food boomt ja, Goldgräberstimmung, Anzüge plus 220%. Ich habe ja ehrlich gesagt von den Referenten noch keinen einzigen gesehen, der zumindest einen neuen Anzug anhatte. Ja. Yes, yes. Aber ich saß ja da, Kompliment. Ich saß da ja gestern und habe ja geguckt und habe ja nicht angeguckt und du hast ja nur gestrahlt, die 220% und da 80% und da 60% und so weiter. Also ihr seid ja Goldgräberstimmung im Non-Food, oder? Ich würde sagen, aus der Talsohle geht es aufwärts, oder? Gut, die Zahlen natürlich, gestern haben wir jetzt selber auch nochmal drüber gesprochen, das sind natürlich im Vergleich zu 2019 vor Pandemie, das haben wir jetzt leider die Vergleiche nicht gehabt, ist das natürlich mehr oder weniger auf das Ausgangslevel zurückgesprungen. Da muss natürlich manches nachgeholt werden. Und ja, Anzüge, bin ich schon überrascht. Ich habe gedacht, das ist jetzt passé, aber doch. Also hat hier irgendjemand einen neuen Anzug heute an? Also ehrlich gesagt, ich hätte es jetzt nicht gesehen. Aber gut, wenn Sie glauben, dass er neu ist, dann haben Sie zumindest ein altes Modell gekauft. Ja, also ich glaube, Non-Food muss man ja auch differenziert sehen. Wir haben gesehen, einige Warengruppen funktionieren sehr gut. Bedingt natürlich dadurch, dass jetzt letztes Jahr jetzt mehr oder weniger da keine Umsätze waren. Dann ist es natürlich leicht, 90% zu schaffen, wenn das vorher mehr oder weniger bei null war. Fast bei null. Weil wer hat letztes Jahr einen Anzug gekauft? Ist doch kein Wunder, dass wir, ich hätte gedacht, wir haben plus 500% bei Anzügen. Wer hat denn letztes Jahr überhaupt einen Anzug gekauft? Vielleicht für die Hochzeit, weiß nicht. Ist es eigentlich so, als Non-Fooder, der du bist, bin ja eher Foodler, ja, eigentlich frustrierend zu erfahren, dass Fressnapf systemrelevant ist, aber ihr nicht? Also die Aussage ist ja, in der Krise braucht euch keiner ein halbes Jahr lang. Gut, ich meine, im Prinzip gab es ja E-Commerce als Möglichkeit, Non-Food einzukaufen. Ach, und die Leute, die gut, dass E-Commerce gibt. Ich bin ja von Multichannel. Ah. Von Multichannel haben wir ja gestern auch gehört. Multichannel ist Zukunft. Aber diese Pure Player haben einfach aus meiner Sicht ein Riesenproblem. Die was? Die Pure Player. Pure Player. Non-Food. Ja, ASOS ist ein Online-Pure Player. Gibt es einen Store von denen? Nö, gibt es nicht. Die haben 50% Marge, das hört sich super an, ne? Also da wird ja jeder Händler sagen, ASOS 50% Handelsmarge. Da geht doch das Herz auf, ne? Da kriege ich richtig. Ja und? Und dann haben wir 70% Retouren. Kommt alles zurück, muss aufgearbeitet werden und, und. Weißt du übrigens, wie hoch die Rücksendequote in China ist? Weißt du, warum E-Commerce in China so gut funktioniert, Stefan? Weil die Rückgabequote niedriger ist. Wie, ja, schätz mal. 20%. 10.
10. Die Chinesen schicken 10% zurück und wir 70. Ja, gute Frage, ne? Habe ich auch immer gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Deswegen haben diese ganzen Alibaba und die wir alle kennen, denen geht es nämlich total gut, weil der Chinese schickt im Regelfall nicht zurück. Gute Frage, natürlich, warum denn? Also sag ich mal, die haben Bedenken, wenn sie es über diese Plattform kaufen, dass sie ihr Geld nicht zurückkriegen. Vielleicht müssten wir das in Deutschland auch einführen, ne? Und das heißt, wenn die jetzt einen Teil haben, was ihnen nicht passt, dann versuchen die das selber zu vertickern und geben das aber nicht zurück, weil sie Angst haben, das Geld kriegen sie nicht zurück. Das war die Erklärung, haben mir die Chinesen so gesagt. Das ist doch ganz klar. Ich habe das über eine Plattform bei XY gekauft, der Geld kriege ich nicht zurück. So, da sind wir auf 10%. Und dann hat E-Commerce vielleicht mal wieder Chancen, um da so ein bisschen aus den roten Zahlen rauszukommen, auch Amazon vielleicht. Ne? Letzte Frage, Carsten. Letzte Frage. Neulich hast du in einem Blog, hast du mit Masterstudenten irgendwie Befragungen gemacht, mit Verkaufsgesprächen, also kriegst du nicht mehr ganz hin, aber das Zitat kriege ich hin. Eine weitere wichtige Erkenntnis der Experteninterview ist, dass keine langfristige Planung ohne klares Risikomanagement durchgeführt werden kann. Jetzt sind Blogs natürlich relativ kurz, deshalb steht nichts drin, was es jetzt ist, ein klares Risikomanagement. Was ist denn das? Risikomanagement. Ein klares Risikomanagement. Einschätzung, Analyse jetzt haben wir, von Risiken, kennst du doch auch. Wir kommen nochmal, wir haben glaube ich Wünsche, haben wir gesagt, haben wir hier, nehmen wir Wünsche. Was müssen die jetzt tun, wenn sie ein klares Risiko haben? Stefan, kennst du doch Risikoanalyse, Risiken. Ja, analysieren. In dann Eintrittswahrscheinlichkeiten und so, das kennst du doch. Machst du das nicht in deinen Vorlesungen? Also machst du so Charts, nee, so macht man das. Prozente? Ja, musst du ja machen. Musst du ja auch teilweise hier in irgendwelchen Berichten, musst du doch Risikoanalysen dabei haben. Mal Eintrittswahrscheinlichkeiten und dann musst du die noch kategorisieren in sag mal, wer existenzgefährdend oder nicht und so. Und das haben die Hersteller und Händler, die aus China Dings bisher noch nicht gehabt. Die Chinesen? Nee, nicht die. Oder die Importeure? Die hier im Raum sind. Ich glaube, da arbeitet bestimmt nicht jede Firma. Aber das ist ja jeder frei, wie er seine Risiken selber einschätzt und bewertet. Und der musste dazu jetzt zu jedem Risiko noch gucken, welche Maßnahmen du dagegen hast. Also, ich kann dir sagen, wir haben ja eine kleine Genossenschaft gegründet. Das mache ich auch nur einmal im Leben, eine Genossenschaft gründen. Das ist unsere Kaffeefirma draußen. Und einmal im Jahr kommt tatsächlich, wir sind nicht groß, ne? Wir machen 35.000 Euro Umsatz im Jahr. Da kommt einmal im Jahr ein Prüfer aus Stuttgart, einen ganzen Tag kommt er vorbei. Der prüft sonst hier Warengenossenschaften mit 200, 300 Millionen Umsatz und dann sitzt er bei uns, kriegt eine Tasse Kaffee und ja, ist alles vom Steuerberater die Belege, sagen wir ja, ist alles vom Steuerberater. So, und dann, ja. Der ist dann nach 10 Minuten fertig. Wir müssen ihn aber den ganzen Tag bezahlen. So, und der hat letztes Mal tatsächlich gesagt, haben Sie denn einen Risikobericht? Für meine Kaffeefirma. Und da habe ich gedacht, oh, okay, braucht man das? Ja, das brauchen Sie, das steht doch da in irgendwo, also im Jahresabschluss, da steht es irgendwie, Genossenschaften brauchen das. Okay, jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Ich weiß auch, wie wir es machen. Ich kann es dir nächstes Mal, kann ich dir den letzten Bericht zeigen, unsere Risiken, wie wir die eingeschätzt haben und so weiter, dann war er zufrieden beim zweiten Mal. Also man wundert sich immer, was man so an Infos kriegt, aber ich würde noch, by the way, jetzt sind wir gleich über die Zeit, ich würde sagen, eine Genossenschaft zu gründen, soll man sich zwei- oder dreimal überlegen. Gibt auch andere Rechtsformen, GmbH ist super easy. Genossenschaft, ja, aber du bist ja Mitglied bei uns in der Genossenschaft, viele andere auch und wer will, kann sich da immer beteiligen. Jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen. Wir haben auch einen Online-Shop, können Sie den Kaffee auch kaufen. Wir haben ein Verkaufsregal, da können Sie nachher auch noch einen Kaffee mitnehmen. Gibt es eine Vertrauenskasse? Einfach. Für 20 Euro kann man Genosse werden. Jeder, der hier im Raum ist, wer sich also für diese Risikoberichte vom Carsten Kortem interessiert, für 20 Euro Genosse, man wird eingeladen zur Genossenschaftsversammlung. Genau. Und dann kann man sich das angucken und challengen, vielleicht was lernen. Für 20 Euro was lernen. Wow, super. Ist billiger als die Veranstaltung. Und Sie können mitbestimmen und sind Teilhaber einer studentischen Lehrfirma, einer Kaffeefirma. Sie können mich allerdings nicht abwählen, das geht nicht. Kann ich gleich sagen. Weil wir werden vom Aufsichtsrat bestellt oder gefeuert und das ist unsere Rektorin, die ist da bisher scheinbar, hat die keine Ambitionen. Super, Carsten, vielen Zeit. Dank. Ich hoffe, wie ist denn ausgegangen jetzt, Stefan? Sollen das Publikum abstimmen? Können wir versuchen, wie machen wir das? So wer ist, Amazon und so. Nee, wer ist der Meinung, dass ich besser argumentiert habe? Ja, reicht. Alle. Also, danke. Vielen Dank.